Ja, und in Berlin ist uns jetzt zugeschaltet Johanna Ueckermann, die neue Bundesvorsitzende der Jugendorganisation der SPD, der Jusos. Ein herzliches Willkommen nach Berlin, Frau Ueckermann. Hallo. Die CDU, das haben wir gerade gesehen, kann sich in 3 Stunden einigen. Nach 3 Wochen ist es bei Ihnen immer noch nicht vorbei. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Aber ganz offensichtlich gibt es in beiden Parteien ganz unterschiedliche Gefühlslagen. Und ich interpretiere mal, bei Ihnen, bei der SPD, sieht es mehr nach einem Spagat aus, den die Partei da vollführt. Beschreiben Sie doch mal die Gefühlslage. Ja, die Gefühlslage ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Ich war ja viel bei den Jusos unterwegs, naturgemäß jetzt die letzten Wochen. Dort ist die Stimmung natürlich sehr kritisch. Ich habe aber auch schon die ein oder andere Regionalkonferenz miterlebt. Dort ist die Stimmung eher positiv, würde ich sagen. Und ja, das heißt ganz unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Ja, wenn wir die Jusos, also Sie, fragen, dann gibt es von Ihrer Seite aus ein klares Nein zum Koalitionsvertrag. Mehrere Dinge passen Ihnen nicht. Verbesserungen bei der Rente, die gleichzeitig für die Jüngeren bedeuten, mehr Belastungen. Auch die Bildung, Verbesserungen bei der Bildung kommen Ihnen viel zu wenig vor. Sie haben ganz klar gesagt Nein zum Koalitionsvertrag. Gleichzeitig wollen Sie aber, wenn es zu einer großen Koalition kommt, mitarbeiten. Das klingt ein bisschen nach einem Widerspruch. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Ich möchte noch erst klarstellen, dass die Verbesserung für die Rente was ist, was wir Jusos ausdrücklich begrüßen. Wir haben andere Kritikpunkte. Wir haben als Jusos auch Wahlkampf gemacht, haben um Stimmen von jungen Menschen geworben, weil wir Verbesserungen für die Situation junger Menschen wollten. Das heißt, wir wollten die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, wir wollten eine BAföG-Reform und wir wollten das Recht auf Ausbildung und eine Mindestausbildungsvergütung. Da ist leider nichts im Koalitionsvertrag. Das sind unsere Hauptkritikpunkte. Wir Jusos sehen aber auch, oder ich persönlich sehe auch das Mitgliedervotum als wirklich guten Schritt der Partei hin zu einer diskussionsfreudigen, lebendigen Partei. Deswegen ist es selbstverständlich für mich, je nachdem, wie dieser Mitgliederentscheid ausgeht, werde ich mich weiterhin natürlich in der Partei einbringen und auch gucken, dass die guten Punkte, die die SPD ins Regierungsprogramm hineinverhandelt hat oder in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt hat, umgesetzt werden schnellstmöglich und dass auch andere Punkte, die mir bislang fehlen, die auch uns Jusos fehlen, dann doch noch aufs Tableau gehoben werden. 473.000 zahlende Mitglieder hat die SPD. Rund 200.000 haben Stand gestern bereits abgestimmt für oder gegen den Koalitionsvertrag. Das muss man noch herausfinden. Das ist eine hohe Zahl. Wie interpretieren Sie dieses Interesse seitens der Mitglieder, dieses hohe Interesse? Ja, das zeigt, dass es definitiv der richtige Schritt war, dieses Mitgliedervotum auch zu machen. Ich glaube, die SPD hat lange nicht mehr so intensiv wirklich über Inhalte diskutiert und sich auseinandergesetzt. Alle sind miteinander im Gespräch und das ist ein riesen Erfolg. Und dass sich so viele beteiligen, zeigt, dass das das richtige Instrument war und dass es ankommt. Wenn so viele mitmachen, könnte man auch mutmaßen, dass da ganz viele Unzufriedene dabei sind. Denn das sagt die Erfahrung, bei viel Beteiligung äußern sich oft die, die gegen etwas sind. Ja, das wird man sehen. Ich habe, wie gesagt, keine Glaskugel. Ich muss auch, wie Sie, abwarten, was da am Samstag dann bei rauskommt. Die Stimmung ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wie gesagt, bei den Jusos kritisch, bei vielen Regionalkonferenzen habe ich sehr positive Stimmung auch wahrgenommen. Es wird sich zeigen. Ja, danke schön für diese ersten Eindrücke von Ihnen sozusagen als Bundesvorsitzende hier in unserem Tagesgespräch nach Berlin. Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja.